Hallihallo und herzlich willkommen zum Numerologiekalender von und mit Brunhilde Feiner. Heute werden wir den Zeitcode wieder gemeinsam entschlüsseln, und zwar haben wir das Datum den 5. November 2016. Und wenn wir hiervon die Quersumme so lange bilden, bis eine einstellige Zahl herauskommt, dann erhalten wir die 7. Ja, die 7, was bedeutet die 7? Hier waren wir noch nicht. Ich habe ja vor circa 10 Tagen angefangen, die Zahlen anders zu verwenden, mehr als einen Zeitschöpfungszyklus zu betrachten, wo letztlich alles, was wir hier auf der Erde manifestieren, was wir erschaffen, in 9 Zyklen, in 9 Punkte eingeteilt werden kann. Und wir sollten uns bei allem, was wir erschaffen in unserem Leben, was wir tagtäglich tun, ob bewusst oder unbewusst, das spielt keine Rolle, wir schaffen täglich etwas, sollten wir überprüfen, ob diese Abschnitte da drin vorhanden sind in unserer Schöpfung und ja, in welcher Form oder ob es irgendwo mangelt. Denn dann wird auch das ganze Projekt irgendwo einen Mangel erleben. Und so werde ich, weil die Thematik noch recht neu ist und damit wir und auch ich das noch üben, nochmal kurz erklären, was die 1 ist. Also bei der 1, die in der vedischen Astrologie von der Sonne repräsentiert wird, geht es darum, dass du einen Schritt beginnst, etwas anfängst, und das bedeutet, du übernimmst für dieses Etwas, was du beginnst, Verantwortung. Bei der 2, die von dem Mond repräsentiert wird in der indischen Astrologie, geht es um das Prinzip des Helfens. Also du fängst ja etwas an, um zu helfen, entweder dir selbst. Zum Beispiel willst du deine Gesundheit verbessern, deine Finanzen, mehr Persönlichkeitsentwicklung, was auch immer. Oder du tust etwas, um anderen zu helfen. Im dritten Punkt bei der Energie der 3 geht es darum, die wird nämlich in der indischen Astrologie von Mars dargestellt, geht es darum, dass du dich jetzt einsetzt. Du hast jetzt etwas begonnen, du hast für etwas Verantwortung übernommen, du weißt, wem damit geholfen werden soll. Und jetzt natürlich geht es darum, sich einzusetzen dafür. Bei der 4 geht es um die materielle Struktur. Das Ganze muss in eine Struktur gepackt werden. Es muss greifbar werden. Es muss etwas gemacht werden damit. So wie ich zum Beispiel dir dieses Wissen in Form dieser Videos im Selbsterkenntniskanal. Das ist jetzt diese 4er-Struktur. Diese Ordnung, die in der Materie geschaffen wird mit meinem Vorhaben. Bei der 5 haben wir festgestellt, die 5 wird von Jupiter beherrscht. Jupiter steht für Expansion und Wachstum. Und letztlich, wenn du mal überprüfst, sobald du etwas neu beginnst, hast du ja das Ziel, dass du dadurch mehr Wachstum produzierst in einem bestimmten Bereich, im Allgemeinen, wie auch immer. Jedoch tun wir Dinge, um damit zu wachsen. Ich in diesem Fall möchte, dass mein Wissen diesbezüglich anwächst und auch dein Wissen diesbezüglich anwächst, dass wir ein anderes Verständnis vom aktiven Schöpfertum anhand der Zahlen und anhand der Planeten bekommen. So, bei der 6 Wachstum schön und gut, aber was soll dieses Wachstum hervorbringen? Natürlich mehr Wohlgefühl und Freude. Wir tun ja die Dinge für mehr Wohlgefühl und Freude. Wenn du zum Beispiel eine größere Wohnung haben willst, und du gehst diesen Schritt an, dann machst du das, damit du dich da drin wohler fühlst und damit du mehr Freude hast. Die 6 wird dargestellt in der indischen Astrologie von der Venus. Und die Venus ist der Planet der Liebe, des Wohlgefühls und der Freude. So, und jetzt haben wir die Reise gemacht bis zur 7. Jetzt wird es aber interessant. Jetzt haben wir Wachstum, Wohlgefühl und Freude, etwas begonnen. Wir wissen, wem wir helfen wollen. Wir setzen uns ein. Wir haben eine Struktur geschaffen, mit der wir das quasi hier materialisieren. Tja, und jetzt sind wir bei der 7. Und für was steht die 7? Die 7 steht für das Dienen. Die 7 wird repräsentiert in der indischen Astrologie vom Saturn. Saturn ist der Diener. Letztlich sind wir alle hier, um zu dienen. Dienst wird heute oft als etwas Negatives betrachtet, als etwas, wo wir uns unterordnen, als etwas, was unangenehm ist, wo irgendeiner über uns steht und uns befohlen wird. Doch dem ist nicht so. Wenn wir aus dem Herzen heraus etwas geben,
und damit entweder uns selbst zu Diensten sind oder anderen zu Diensten sind, dann ist das eine große, große Freude. Also wir sind hier, um mit unseren Werken uns selbst zu dienen und anderen zu dienen. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Vorhaben nach dieser Methode analysierst und du merkst, du kommst an den Punkt und stellst fest, dass das, was du begonnen hast, wofür du Verantwortung übernommen hast, wo du die ersten 6 Schritte gegangen bist, dass das letztlich weder dir einen Dienst erweist, noch der Gesellschaft oder der Welt, in der du lebst, einen Dienst erweist, dann solltest du dich wirklich fragen, ob dieses Projekt es wert ist, es weiter, ja, gebracht zu werden, beendet zu werden oder ob du gewisse Anpassungen vornehmen musst. Also dieser Aspekt des Dienens ist ganz, 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 ganz wichtig. Bei allem, was du tust, sollte dieser Aspekt des Dienens dabei sein. Du kannst deinem Körper dienen, du kannst irgendeinen bestimmten Lebensbereich in deinem Leben dienen, du kannst anderen Menschen dienen, aber dieser Aspekt des Dienens muss mit drin sein. Und heute bei einem 7er-Tag, der das repräsentiert, kannst du dir mal überlegen, in den verschiedensten Lebensbereichen von dir, ob dieser Aspekt des Dienens mit dabei ist, in deinem Schöpfungszyklus, in dem, was du manifestierst, oder eben nicht. Auf der Monatsebene haben wir die Energie der 2, das ist die helfende Energie. Hier geht es darum zu sehen, inwieweit möchtest du dir Hilfe zukommen lassen oder inwieweit möchtest du Hilfe anderen zukommen lassen. Bei der 9, die Jahresenergie der 9, das ist der Abschluss, mit der 1 beginnt alles, mit der 9 endet alles. Und so kannst du in diesem Jahr 2016 noch Projekte, die es wert sind, zu Ende bringen, abzuschließen, damit du neu und frisch und frei und fröhlich ins neue 1er-Jahr hineingehen kannst. Die Numerologie kann natürlich noch mehr, dir zum Beispiel auch deine Lebensaufgabe verraten. Hierzu habe ich einen gratis Numerologie-Report erstellt und den kannst du dir anfordern, wenn du unterhalb dieses Videos auf den Link dort klickst. Bitte abonniere auch den Selbsterkenntniskanal, um mit mir auch weiterhin den Zeitcode zu entschlüsseln und um vor allen Dingen auch ein Tool an die Hand zu bekommen, wie du künftig aktiv und bewusst dein Leben schöpfen kannst. In diesem Sinne alles Liebe, alles Gute und bis morgen. Ciao, ciao.